Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Änderungsfaktor. Sehen wir uns das vorliegende Beispiel an. Der Wert N12 gibt die Anzahl der Nächtigungen in österreichischen Jugendherbergen im Jahr 2012 an, der Wert N13 jene im Jahr 2013. Aufgabenstellung: Geben Sie die Bedeutung der Gleichung N13 durch N12 ist 1,012 für die Veränderung der Anzahl der Nächtigungen in österreichischen Jugendherbergen an. Um die Bedeutung dieser Gleichung richtig interpretieren zu können, müssen wir wissen, dass wir es mit einem Änderungsfaktor zu tun haben. Die Formel für diesen Änderungsfaktor habe ich hier aufgestellt: f von b durch f von a. Aus dem Überblicksvideo wissen wir bereits, dass der Änderungsfaktor die Antwort auf die Frage ist, womit muss ich f von a multiplizieren, um f von b zu erhalten. Das heißt in unserem Fall, womit muss ich die Anzahl der Nächtigungen im Jahr 2012 multiplizieren, um die Anzahl der Nächtigungen im Jahr 2013 zu erhalten. Um die Gleichung noch besser verstehen zu können, führe ich eine Äquivalenzumformung durch und multipliziere mit N12. Ich erhalte N13 ist gleich 1,012 mal N12. Das heißt, ausgehend von den 100% Nächtigungen im Jahr 2012 habe ich ein Jahr später in Österreich 101,2% Nächtigungen. Der Umgang mit diesem Faktor ist uns bereits aus der Exponentialfunktion vertraut. Und damit bin ich auch schon am Ende angelangt und kann meinen Antwortsatz formulieren. Die Anzahl der Nächtigungen hat im Jahr 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 um 1,2% zugenommen. Und das Beispiel ist richtig.